Herr Präsident, geehrte Kollegen und sehr geehrtes Publikum! Arbeitsprogramme sind Absichtserklärungen, denn man weiß ja nie, was kommt. Die EU-Kommission hat das gerade in der Frage der Impfstoffbeschaffung zu spüren bekommen, sodass ihre vollmundige Ankündigung, sich an die Spitze der weltweiten Krisenreaktion zur Beschaffung eines sicheren Impfstoffes für alle zu stellen, als Makulatur betrachtet werden kann. Wir können nur hoffen, dass sich die anderen Vorhaben ebenso schnell in Luft auflösen. Ihre Umsetzung wäre fatal für Deutschlands Zukunft, die hier auf dem Altar des Multilateralismus geopfert wird. Zu den Punkten des Programms. Der europäische Green Deal klingt wie ein Märchen, mal abgesehen vom Denglisch, was in den Ohren schmerzt. Alles wird gut und öko. Das ist Unsinn, und das wissen Sie auch. Jedes Elektroauto ist eine fahrbare Sondermülldeponie, die uns obendrein davon abhält, echte innovative Mobilität zu entwickeln. Und die neue digitale Industriestrategie für Europa basiert schon in den Grundsätzen auf einer Lüge, nämlich, dass dort von freier Meinungsäußerung und freiem Datenfluss die Rede ist. Wir müssen uns dazu nur an den Verhaltenskodex zur Bekämpfung illegaler Hassreden im Internet erinnern, mit anderen Worten den digitalen Hexenhammer oder auch Hexenhammer des digitalen Zeitalters, wie künftige Historiker sicherlich konstatieren werden. Auch die europäische Säule sozialer Rechte wird genau kein Kompass für die Erholung Europas sein. Die Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion hat bislang nämlich nur zwei Dinge erreicht. Sie hat die deutsche Schuldknechtschaft verstetigt und die Südländer an das Gift der Dauersubventionen gewöhnt. Eher lächerlich wird es, wenn von der geopolitischen Kommission die Rede ist, die in einer zunehmend polarisierten Welt eine regel- und wertebasierte internationale Ordnung verteidigen möchte. Hier klaffen Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinander, dass die Kommission glücklicherweise nur wenig Schaden anrichten können wird. Anders sieht es mit der Arbeit am neuen Migrations- und Asylpakt aus, das Paket und Päckchen aus. Großpaket, möchte man sagen, das bislang gerade für Deutschland so schadensträchtig wie nur möglich war und ist. Wenn diese Linie weiterverfolgt wird, dann haben wir bislang nur die Spitze des Einwanderungseisbergs gesehen. Und Sie rufen ja letzten Endes nach der totalen Migration. Die wollen wir nicht. Nein, nein und nochmals nein. Wie eine Drohung liest sich schließlich, was unser neuer Schwung für die Demokratie in Europa sein soll. Jede EU-Kritik wird nämlich als antidemokratisch diffamiert und die Gängelung der Mitgliedstaaten genüsslich angekündigt. Also ein weiterer Abschwung der Demokratie in Europa steht bevor. Wer so ein Arbeitsprogramm beklatscht und unterstützt, versündigt sich nicht nur an unserer Nation, sondern auch an seinen Nachkommen. An unserer Unterstützung und auf unsere Unterstützung können Sie nicht rechnen. Dankeschön. Liebe Kolleginnen und Kollegen, falls noch Schriftführer unter Ihnen sind, es werden noch Schriftführer gebraucht zum Auszählen. Vielleicht können auch die parlamentarischen Geschäftsführer mal bitten, dass noch der eine oder andere Schriftführer sich im Auszählraum einfindet, damit wir die Wahlen zügig auszählen können. Und die nächste Rednerin ist jetzt in dieser Debatte die Kollegin Dr. Katja Leitner.